Heute erkläre ich dir, wie du einen Online-Stream aufbaust und du somit in der Corona-Quarantänezeit deinen eigenen Content live streamen kannst. Dafür benötigst du folgendes Equipment: ein Rechner mit macOS, die Software OBS Studio, ein Audio-Interface, ein oder mehrere iPhones mit jeweils einem Lightning-Kabel. Voraussetzung ist, dass du einen guten Upload hast. Dieser sollte um die 5 Megabit pro Sekunde erreichen. Auf der Website von OBS können wir uns das Programm kostenlos herunterladen. Nach der Installation öffnen wir die Anwendung und müssen nun die ersten Einstellungen vornehmen. Als erstes nehmen wir unser iPhone und verbinden dieses mit dem Rechner. Nun klicken wir im Fenster Quellen auf das Plus in der Ecke, um eine neue Quelle hinzuzufügen. Wähle nun Videoaufnahmegerät aus und vergebe einen Namen. Unter Gerät sollte nun das angeschlossene iPhone zu sehen sein. Wähle dieses aus und klicke anschließend auf OK. Wie wir sehen, wird der Bildschirm des iPhones an OBS übertragen. Das Bild können wir noch an unser Programmfenster anpassen. Um einen Clean Feed aus dem iPhone rauszuholen, müssen wir die App True Visage herunterladen. Diese App sorgt dafür, dass wir ein Kamerabild ohne Buttons oder andere störende Icons erhalten. Außerdem solltest du im iPhone unter Anzeige und Helligkeit die automatische Bildschirmsperre auf Nie festlegen. Für das Audiosignal benötigst du ein Audio-Interface. In den Einstellungen von OBS wählen wir dieses für unsere Audioquelle aus. Du kannst so viele Audioeingänge konfigurieren, wie deine Soundkarte unterstützt. Dies bietet dir beispielsweise die Möglichkeit, ein Stereo-Signal einzubetten. Nun kannst du externe Audioquellen in OBS einspeisen. Als letztes gibst du in den Einstellungen den Streaming-Schlüssel für die jeweilige Plattform ein und startest anschließend deinen Stream.